Der österreichische Bundesrat ist seit mittlerweile 100 Jahren ein zentraler Grundpfeiler des föderalen und demokratischen Systems in der Republik Österreich und hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Europa- und Zukunftskammer weiterentwickelt. Zu einer Europakammer, weil er sehr, sehr stark auf europäischer Ebene wirkt und mit seinen Stellungnahmen auch die europäische Politik mit beeinflusst, und zu einer Zukunftskammer, weil er einfach Themen aufgreift, die nahe am Menschen sind. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht bedeutet aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Wir bringen Ihnen die Politik und Ihre Menschen näher. Ich bin Peter Siegmund. Seit Beginn des Jahres stellt die Steiermark mit Christian Buchmann für 6 Monate den Präsidenten des Bundesrates. Warum gerade er diese Funktion überhat, was hinter seinem Motto für diese Periode steckt und welche steirischen Akzente und Initiativen er bis Juni setzen möchte, erzählt Buchmann in diesem Stimmrechtgespräch. Darüber hinaus spricht er über die unterschätzte Bedeutung der Länderkammer und über die Wichtigkeit des einzigen NEOS-Abgeordneten. Der passionierte Golfer redet aber auch darüber, wie er die Aberkennung seines Doktortitels vor knapp 4 Jahren heute sieht und was er der Ex-Ministerin Christine Aschbacher in ihrer Situation rät. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Jahres 2021. Und herzlich willkommen auch unser heutiger Gast. Ich freue mich auf eine ganz sicher spannende und interessante Diskussion. Ich freue mich darauf und darüber, dass der neue Präsident des Bundesrates bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Magister Christian Buchmann. Hallo und grüß Gott. Anfangen möchte ich mit Ihrer politischen Laufbahn. Wenn ich mir Ihre diesbezügliche Vita anschaue, sind Sie offensichtlich ein politisch Berufener. Sie haben mit 16 in der Schülervertretung begonnen, waren dann Stadtobmann der jungen ÖVP, und ich zähle jetzt gar nicht alles auf, waren Stadtgruppenobmann des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Mitglied des Stadtparteivorstandes der ÖVP in Graz, Mitglied des Landesparteivorstandes der ÖVP in der Steiermark, Bundesparteiobmann Stellvertreter, Gemeinderat, Stadtrat in Graz und dann von 2005 bis 2017 Mitglied der steirischen Landesregierung. Sie waren Landesrat für Innovation, Finanzen, Wirtschaft, Tourismus, Europa und Kultur. Sind Sie ein politisch Besessener? Haben Sie das von zu Hause mitbekommen? Wie ist Ihre Entscheidung gefallen, so intensiv in die Politik zu gehen? Klingt ja mal beeindruckend, wie Sie das alles vorgetragen haben. Ich habe es ja runtergelesen. War einiges, was ich in meinem Leben gemacht habe. Hineingewachsen bin ich nicht durch mein Elternhaus. Ich habe von meinen Eltern Werte übermittelt bekommen. Aber engagieren begonnen habe ich mich in meiner Schulzeit. Ich war Schulsprecher, bin dann in die Schülerunion hineingewachsen, habe dann meine ersten Kontakte mit dem Josef Greiner-Haus gehabt, habe dort Seminare gemacht und habe gemerkt, dass das Engagement für die Allgemeinheit, etwas weiterzubringen in der Gesellschaft, mir große Freude bereitet. Und deswegen habe ich mich dann in unterschiedlichen Aufgabenstellungen in der jungen ÖVP, im Wirtschaftsbund, auf der Gemeindeebene, auf der Landesebene, auf der Bundesebene, aber auch auf europäischer Ebene engagiert. Also wenn Sie so wollen, ich fühle mich schon ein bisschen als Homo Politicus, aber es war mir nicht in die Wiege gelegt. Wenn ich Ihre Vita lese, dann steht da auch Ableistung Ihres Präsenzdienstes, haben Sie berufsbegleitend Ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Karl-Franzens-Universität in Graz und an der University of California in Los Angeles begonnen. Das haben Sie 1998 abgeschlossen. Was heißt berufsbegleitend? Ja, ich habe immer mich dafür entschieden, neben der Praxis, und ich war immer berufstätig ab meinem 19. Lebensjahr, auch in der Theorie was weiterzubringen. Und deswegen habe ich mich dann für ein Betriebswirtschaftsstudium
entschlossen, weil das war mir am naheliegendsten. Ich habe ja nach der Schulzeit auch mal kurz überlegt, ob ich mich schon selbstständig mache als junger Mensch, habe mich dann für einen anderen Berufsweg entschieden und habe dann an der Karl-Franzens-Universität zu studieren begonnen. Ich habe das immer nebenbei gemacht zu meinen beruflichen Aufgaben und habe das 1997 dann mit dem Magisterium abgeschlossen. Und Sie sind dann 2005 Wirtschaftslandesrat geworden. Und im Zuge dessen haben Sie die Steiermark mit einer Forschungs- und Entwicklungsquote von 5% an die Spitze der 270 europäischen Regionen geführt. Sind Sie da stolz drauf? Ich bin nach wie vor sehr stolz drauf, dass die Steirer sehr, sehr innovativ sind. Wir waren ja aufgrund unserer politischen Lage als Steiermark sehr lang mit dem Grenzland in einer schwierigen Situation. Wir waren sehr lang nach dem Niedergang der verstaatlichten Industrie in einer sehr schwierigen Situation. Und ich habe die große Freude gehabt, im Jahr 2003 der Grazer Stadtregierung auf Einladung vom Sigi Nagel damals anzugehören, um das Kulturhauptstadtjahr mitzugestalten. Und 2005, nach einer schmerzhaft verlorenen Landtagswahl für meine Gesinnungsgemeinschaft, hat mir Hermann Schützenhöfer eingeladen, in die Landesregierung zu kommen. Und wir haben damals gemeinsam gesagt, Forschung und Entwicklung, Innovation, das ist quasi die Fackel, die wir vor uns hertragen wollen. Wir wollen alles tun, dass wir die Wirtschaft impulsieren, dass sie Arbeitsplätze schaffen kann. Und wie geht es am besten? Indem wir Innovation leben. Und Innovation ist ja nichts anderes als das ständige Überlegen, welche neuen Produkte, welche neuen Dienstleistungen, welche neuen Verfahrenstechnologien kann man entwickeln, um dann auch auf neuen Märkten im In- und Ausland diese Produkte abzusetzen, Wertschöpfung ins Land zu bringen und damit Einkommen für die Menschen zu generieren. Und das ist gut gelungen im Zusammenspiel mit allen, die mitgemacht haben, unseren Universitäten, unseren außeruniversitären Forschungseinrichtungen, der Industrie, aber auch gemeinsam mit den Sozialpartnern im Lande und mehr oder weniger auch mit allen politischen Parteien. Und daher bin ich sehr, sehr glücklich, dass die Steiermark im Jahr 2013 europäische Unternehmensregion geworden ist. Auch etwas, was man nicht ohne Leistung wird und dass wir jetzt bei Forschung und Entwicklung zu den erfolgreichsten Regionen Europas gehören. Wenn man Ihnen so zuhört, weiß man, dass Sie als Wirtschaftslandesrat wirklich etwas weitergebracht haben. Man weiß es auch, wenn man Ihnen nicht zuhört, sondern weil es ja auch die Historie belegt. Und dann kam das Jahr 2017. Nach 12 Jahren in der Landesregierung kam der große Knall, der sehr lang nachgehallt hat. Ihnen wurde der Doktortitel aberkannt wegen des Vorwurfes, Ihrer Dissertation zu 30% abgeschrieben zu haben. Sie haben damals gesagt, ich muss einsehen, dass ich vor 17 Jahren nicht genau genug gearbeitet habe. Wie sehen Sie denn das heute, fast 4 Jahre danach? Ich habe auch berufsbegleitend mein Doktorat gemacht. Ich wollte eigentlich nie ein Doktorat machen, aber ich habe damals im Jahr 2000 mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie können wir die Innenstädte stärken, insbesondere die Plätze, die Straßen, die Gassen in unserer Landeshauptstadt. Und bin irgendwann in der Praxis ist nicht weitergekommen und habe mir dann gedacht, na gut, dann schaue ich, ob aus der Wissenschaft Handlungsansätze da sind, wovon wir lernen können und damit Graz auch in der City zu einer neuen Blüte treiben können. Und so bin ich auf den Titel gekommen, die Wirtschaft im Spannungsfeld von Zentrum und Peripherie, habe dann 3 Jahre lang an dieser Arbeit gewerkt, habe alle Prüfungen auf der Universität gemacht. Und 17 Jahre später ist mir drauf gekommen, dass die Arbeit nicht hinreichend war. Ich habe das zur Kenntnis genommen. Ich habe nicht studiert wegen eines Titels. Ich habe studiert, um einen Erkenntnisgewinn zu haben. Alle, die mich kennen, wissen, ich bin kein Stritzi. Ich habe da nichts tricksen wollen. Ich habe 200 Quellen zitiert. Wenn ich sie falsch zitiert habe, habe ich es nicht besser zusammengebracht. Das schmerzt mich, aber ich habe es zur Kenntnis genommen, habe gegen den Aberkennungsbescheid auch nicht berufen, sondern habe mich auf die Arbeit gestürzt und habe mich selbstständig gemacht und dank meiner Gesinnungsgemeinschaft auch noch im politischen Leben eine Rolle spielen dürfen. Wie ist Ihnen damals gegangen? Haben Sie versucht, das Ganze offensiv zu behandeln? Haben Sie sich zurückgezogen? Haben Sie sich einmal angeschaut, wer sind jetzt meine Freunde? Auf wen kann ich mich verlassen? Wer war offensichtlich nur in meinem Dunstkreis, solange ich politischen Einfluss hatte? Wie sind Sie damit umgegangen? Ja, wenn du durch Sonne und Mond geschossen wirst, dann ist das nicht angenehm. Und wenn du österreichweit am Pranger stehst, und ich kann das gut nachvollziehen, wie es der Christine Aschbacher jetzt gegangen ist, ich will die Fälle gar nicht vergleichen, ich rede dann nur von mir, dann ist das natürlich schmerzhaft, ist für die Familie ganz schwer.
Und ich habe das Glück gehabt, dass meine Familie zu mir gestanden ist, dass ich gute Freunde gehabt habe, die nicht an mir gezweifelt haben. Und dass ich von meiner persönlichen Konstitution ein Typ bin, der eher das Positive sieht als das Negative. Ich bin da gar niemandem besser. Das Einzige, wo ich mir selbst in die Pobacken beiße, ist, dass ich nicht sorgfältig genug gearbeitet habe, offenkundig, weil 3 Jahre des Lebens parallel zum beruflichen Alltag zu investieren in eine wissenschaftliche Arbeit, das ist schon eine Challenge. Und wenn das dann entsprechend abqualifiziert wird, ist es nicht angenehm. Wenn die Frau Aschbacher Sie jetzt anrufen sollte und sagt, du Christian, ich weiß, du hast sowas Ähnliches mitgemacht wie ich. Ich bin völlig von der Rolle, ich stehe neben mir, ich weiß nicht, wie ich tun soll. Was würden Sie ihr denn raten? Hüte dich vor Ratschlägen, die dir von manchen Persönlichkeiten gegeben werden, als Scherz beiseite. Ich würde ja einfach sagen, du hast eine tolle Familie, du hast eine Ausbildung gemacht, auf die du stolz sein kannst. Wenn das jetzt manche nicht so sehen, dann nimm es einfach zur Kenntnis, kränk dich nicht darüber. Du bist eine Persönlichkeit, die in anderen gesellschaftlichen Aufgabenbereichen ihren Weg machen wird. Sie ist eine junge Frau, sie ist eine junge Mutter, sie ist eine junge Ehefrau. Und sie hat immer wieder auch in der Wirtschaft gearbeitet. Die geht schon ihren Weg, da bin ich zuversichtlich. Ob Christine Aschbacher in die Politik zurückkehren wird, wissen wir nicht. Definitiv sind Sie in der Politik geblieben. Sie haben einen Schritt zurückgemacht vom Landesrat in den Landtag. War es für Sie damals klar, dass Sie der Politik verbunden bleiben werden? Wenn du ein politischer Mensch bist, dann bleibst du der Politik verbunden, egal ob du die Chance hast, in einer Mandatstätigkeit zu arbeiten oder einfach als politischer Mensch in der Gesellschaft mitzuwirken. Ich habe gesagt, ich bin meiner Gesinnungsgemeinschaft dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben hat, im Besonderen unserem Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Und jetzt versuche ich in der neuen Aufgabenstellung alles zu tun, dass sich die Steiermark und auch die anderen Regionen in Österreich und Europa positiv weiterentwickeln können. Damit kommen wir zu Ihrer jetzigen Funktion. Sie sind seit Dezember 2017 Mitglied des Bundesrates. Sie waren im letzten halben Jahr Vizepräsident der Länderkammer und sind seit Jahresbeginn, also sehr frisch, Präsident des Bundesrates. Ich habe gelesen, dass es ein Vorsitzmotto gibt, das heißt, das Gute liegt so nah, Regionen sind die Fundamente Europas. A, von wem stammt dieses Motto? Ist es Ihres? Ist es von der Partei vorgegeben? Und B, was steckt dahinter? Das Gute liegt so nahe ist ein literarisches Zitat und vorgegeben hat mir das niemand, weil alle, die mich kennen, wissen, dass ich seit jeher der europäischen Idee verbunden wurde, den europäischen Grundwerten und auch den Freiheiten, die uns dieses Europa bringt. Und dass ich zutiefst davon überzeugt bin, und das zeigen auch alle Untersuchungen, dass je näher eine Gebietskörperschaft bei den Menschen ist, nämlich die Gemeinden, die Städte und die Regionen, desto mehr werden diese Gebietskörperschaft geschätzt und daher sind diese Regionen letztendlich auch ein Bindeglied zwischen den Nationalstaaten der Europäischen Union und den Menschen in diesen Bundesländern, wie sie in Österreich heißen. Und deswegen habe ich mir dieses Motto gesetzt, weil ich glaube, dass wir in diesem Europa gemeinsam viele Freiheiten wiedererlangen werden, an denen wir hart gearbeitet haben in den letzten Jahrzehnten bei allen Schwierigkeiten, die es gibt, bei allen Unzufriedenheiten, die es gibt. Aber ich glaube, es ist schon eine Freude, in diesem Europa leben zu dürfen. Es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, 4 Steirer im Bundesrat. Es gibt 9 Steirer im Bundesrat, die aufgrund des Landtagswahlergebnisses ermittelt werden. Ja. Und 4 kommen von der steirischen Volkspartei. 4 steirische Entsandte der ÖVP, das habe ich gemeint. Warum sind gerade Sie derjenige, der die Präsidentschaft übernimmt? Es ist so, dass, wie gesagt, sich die Zusammensetzung der Bundesräte aus dem Landtagswahlergebnis ermittelt und die wahlbehörenden Gruppierungen machen ihre Kandidaten namhaft. Und der Erste, der auf dieser Liste von der stärksten Fraktion namhaft gemacht wird, in der Steiermark ist die Volkspartei der Sieger der Landtagswahl gewesen, stellt den sogenannten Listenersten. Und der Listenerste wird dann, wenn die Steiermark am Zug ist, den Vorsitz im Bundesrat zu haben, auch der Präsident des österreichischen Bundesrates. Ich muss weiter fragen, warum sind Sie der Listenerste, weil Sie im Alphabet am weitesten vorne stehen? Oder warum sind Sie das? Offenkundig hat es mir meine Gesinnungsgemeinschaft zugetraut, eine gute Präsidentschaft abzugeben.
Und ich werde alles tun, dass das gemeinsam mit den anderen drei steirischen ÖVP-Bundesräten, mit dem Ernest Schwinsagel, mit dem Charlie Kornhäusl, mit der Isabella Kaltenegger gut über die Bühne geht. Wissen Sie, wer der letzte oder der bislang letzte steirische Bundesratspräsident war? Das weiß ich gut, weil er ein lieber und alter Freund von mir ist, mit dem ich schon im Grazer Gemeinderat gesessen bin, mit dem ich im Steiermärkischen Landtag gemeinsam wirken durfte. Das war der Gregor Hammerl. Und heute noch spricht man im österreichischen Parlament von seiner Präsidentschaft. Das ist, glaube ich, 9 Jahre her. Der Bundesrat wird in der Öffentlichkeit sehr oft gering geschätzt, wenn man das einmal so sagen darf, so als unnötig zahnlose Institution bezeichnet. Aber ich glaube, gerade jetzt in diesen Zeiten und wenn man nur ein paar Wochen zurückblickt, sieht man, was der Bundesrat eigentlich bewegen kann. Diese Lockdown-Verlängerung, die aufgrund des Einspruchs des Bundesrates gekommen ist. Wie haben Sie das miterlebt? Wie haben Sie diesen Entscheidungsprozess verfolgt? Der österreichische Bundesrat ist seit mittlerweile 100 Jahren ein zentraler Grundpfeiler des föderalen und demokratischen Systems in der Republik Österreich und hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Europa- und Zukunftskammer weiterentwickelt, zu einer Europakammer, weil er sehr, sehr stark auf europäischer Ebene wirkt und mit seinen Stellungnahmen auch die europäische Politik mit beeinflusst, und zu einer Zukunftskammer, weil er einfach Themen aufgreift, die nahe am Menschen sind. Denken Sie beispielsweise daran, dass die Stärkung des ländlichen Raums Initiativen im Bundesrat hervorgerufen hat, dass wir uns um das saubere und sichere Trinkwasser sehr, sehr angenommen haben, das dann auch in unsere Verfassung Eingang gefunden hat. Oder denken Sie an das Thema der Digitalisierung, das jetzt auch der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz Hermann Schützenhöfer ganz besonders auf seiner Agenda hat. Auch da hat der Bundesrat schon Initiativen gesetzt. Und in der Corona, in der Pandemie, ist es uns gegangen, wie auch dem österreichischen Nationalrat, so viele Sitzungen wie nie zuvor, so intensive Beratungen unter hohem Zeitdruck und hohem Erwartungsdruck wie nie zuvor. Und ich glaube, dass wir da gezeigt haben, dass der Föderalismus schon seine Chancen hat in dieser Republik. Ich war immer ein Fan des Wettbewerbsföderalismus. In Zeiten einer Pandemie ist das nicht das Thema, sondern jetzt müssen wir schauen, dass wir das Richtige mit der richtigen Tonalität und in der richtigen Dimension tun. Warum kommt es dann, dass der Bundesrat geringer geschätzt wird? Das Parlament besteht aus dem österreichischen Nationalrat und dem österreichischen Bundesrat. Wir haben 2 Kammern in Österreich nach unserer Bundesverfassung. Also wir sind gemeinsam das Parlament. Und Gesetze können ja nur dann in Kraft treten, wenn im Regelfall Nationalrat und Bundesrat hier zu einer gemeinsamen Linie gekommen sind, wird dann noch beurkundet durch den Präsidenten der Republik. Aber im Wesentlichen sind das die beiden Parlamentskammern, die hier die Meinung ausdrücken. Der Nationalrat zuerst und der Bundesrat dann im zweiten Schritt. Und das ist möglicherweise ein Grund, warum das manchmal dann halt als Nachziehen empfunden wird, wenn der Bundesrat als zweiter Themen anspricht. Aber gerade im Corona-Jahr hat er bewiesen, dass er da auch seine Zähne zeigen kann im Interesse der Bürgerinnen und Bürger in den Bundesländern. Wie sehr können Sie als Steirer Einfluss auf diese Funktion nehmen? Können Sie Ihrer Präsidentschaft einen weiß-grünen Anstrich verleihen? Das meine ich wohl. Ich habe mir ja nicht nur ein Motto gesetzt mit das Gute liegt so nah, die Regionen sind die Fundamente Europas, sondern möchte auch Akzente setzen. Ich möchte mit jungen Leuten gemeinsam die Zukunft Europas diskutieren im Parlament und damit auch beitragen, dass die Zukunftskonferenz von Ursula von der Leyen, die sie ins Leben gerufen hat, um eine Jugendaktivität erweitert wird und wo auch die Stimme der Jugend gehört wird, also wir so das Sprachrohr auch der jungen Menschen sind. Und ich werde eine Initiative starten, die ich gemeinsam mit Manuela Komm schon besprochen habe, wo wir die 9 Europaausschüsse der 9 österreichischen Landtage zusammenholen wollen, um gemeinsam Fragen der Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit zu diskutieren, weil das trifft direkt den Lebensnerv der Bürgerinnen und Bürger. Jetzt hat der Bundesrat 61 Mitglieder. Und da gibt es ja zurzeit eine durchaus skurrile Situation, dass die ÖVP 25 hat, die SPÖ 19, die Freiheitlichen haben 11, die Grünen haben 5 und die Neos 1. Wenn man das jetzt WIF zusammenzählt, dann erkennt man, dass die türkis-grüne Koalition 30 Mandate hat,
die Sozialdemokratische Partei und die Freiheitliche ebenso 30. Und dann gibt es noch einen NEOS-Abgeordneten, das ist der Herr Karl Arthur Alamowski, der in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist, der aber jetzt bei einer Paris-Situation nicht nur das Zünglein, sondern die lange Zunge an der Waage ist. Ist es jetzt so, dass der Herr Alamowski in kritischen Situationen quasi im Alleingang Politik machen kann? Jeder der 61 Bundesräte ist das Zünglein an der Waage. Ich nehme für mich gleich wie für die anderen 60 Kolleginnen und Kollegen in Anspruch, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen und frei von jedem Zwang unsere Entscheidungen treffen. Und daher ist jeder aufgerufen, kluge und nachvollziehbare Entscheidungen im Interesse der österreichischen Bürgerinnen und Bürger, insbesondere jener, die in den Regionen ihre Lebensrealitäten haben, zu treffen. Und das ist nicht nur ein Abgeordneter einer Partei, sondern das sind alle 61, die dieses Zünglein an der Waage bei schwierigen Entscheidungen treffen. Und Sie können mir glauben, das ist durchaus eine Herausforderung auch für den Vorsitzenden des Bundesrates, da dann die Mehrheiten in der Kürze der Zeit auch entsprechend festzustellen. Weil sehr oft gehen diese Entscheidungen, wie Sie es gesagt haben, sehr, sehr knapp aus. Aber schon wenn ein Abgeordneter fehlt, können die Mehrheitsverhältnisse sehr unterschiedlich sein. Sie wissen aber schon, was ich gemeint habe. Natürlich hat Ich habe das schon verstanden, was Sie gemeint haben, aber es ist nicht auf einen Abgeordneten einer Partei reduziert, weil jeder von uns entscheidet für sich, natürlich nach Beratung in einer Gruppe, im Bundesrat heißt es in einer Fraktion, und wo man sich möglicherweise um Positionen auch zusammenrauft. Und wir Bundesräte haben ja einen ganz großen Vorteil gegenüber allen anderen Mandatsträgern. Wir sind die am besten informierten Mandatare der Republik, weil wir sitzen im Landtagsclub und wir sitzen im Nationalratsclub und können daher im zweiten Schritt als Bundesratsfraktionen auch sehr hoffentlich kluge Entscheidungen treffen. Sie sind jetzt seit 2017 im Bundesrat. Wie oft ist es denn schon passiert in dieser Zeit, dass in Ihrer Fraktion nicht alle Mandatare für die gleiche Richtung gestimmt haben? Im Regelfall stimmen sie natürlich in dieselbe Richtung, weil wir das ja gemeinsam vorbereiten, uns im Landtag einbringen, uns im Nationalratsclub einbringen. Und wenn wir uns dort nicht durchsetzen können, sind wir Demokraten genug, es zur Kenntnis zu nehmen. Aber ich kann nicht ausschließen, dass bei der einen oder anderen Fragestellung auch schon mal jemand nicht im Abstimmungssaal war, um zumindest für die persönliche Hygiene sagen zu können, da war ich nicht dabei. Ist die Präsidentschaft des Bundesrates Ihr bisheriger Höhepunkt der politischen Laufbahn? Es ist eine Chance zu gestalten in der Republik, zu zeigen, was die Steiermark als innovatives Bundesland, die viel in Kunst und Kultur zu bieten hat, die eine wunderbare Landschaft hat und die einen tollen Tourismus hat, der Gewerbe und Handwerk hat, das sich sehen lassen kann und eine Industrie, die internationale Märkte erschließt, dass wir da viel zu bieten haben. Und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass der Föderalismus schon eine Qualität ist, auf die wir in Österreich stolz sein können. Also ich rede da nicht von einem Höhepunkt, sondern ich rede von einer tollen Aufgabe und einer tollen Chance, die ich gerne nutzen werde. Wie verteilt sich Ihr Leben eigentlich jetzt zwischen Graz und Wien, sei es im Normalfall und jetzt in der Corona-Zeit? Natürlich gleich, wie es allen anderen geht, in der politischen Funktion natürlich als Pendler zwischen Wien, Graz und den europäischen Regionen, weil ich mich da auch europäisch vernetze. Momentan ist sehr viel im Homeoffice und mit Videokonferenzen, wie auch unser Gespräch heute. Es gilt unser voller Ehrgeiz und der volle Elan, auch gemeinsam mit der Landeshauptleutekonferenz, dass wir Step by Step unsere Freiheiten zurückgewinnen und dass wir eine Trendwende schaffen. Jetzt haben wir viel gehört vom Christian Buchmann als Politiker. Was macht der Christian Buchmann, wenn er Freizeit hat, privat? Man weiß, Sie sind verheiratet. Was haben Sie für Hobbys? Haben Sie noch Lebensträume? Arbeiten Sie auf irgendwas hin, wo Sie sagen, ich glaube, Sie sind jetzt 58. Irgendwann wäre vielleicht die Pension genau, dann möchte ich noch in Neuseeland einmal über die Nordinsel trampen. Oder haben Sie irgendwas, irgendwelche Visionen, die Sie noch verwirklicht haben möchten? Erstens habe ich immer im Hier und im Jetzt gelebt und versucht, das bestmöglich zu tun, wofür ich eine Chance habe. Und das habe ich momentan im politischen Leben. Gemeinsam mit meiner Familie habe ich natürlich auch ein privates Leben. Durch den Lockdown habe ich meine Frau öfter gesehen als in den vergangenen Jahren.
nachdem sie im Gesundheitssystem arbeitet, hat sie da auch ihre Herausforderungen. Und natürlich hat man immer auch Lebensträume abseits der Politik. Ich spiele leidenschaftlich gerne Golf. Ich würde ganz gerne mein Handicap verbessern. Wie oft kommen Sie zum Golfspielen, wenn Sie zwischen Graz und Wien pendeln? Ich meine, Golfen ist eine sehr zeitintensive Geschichte, wie man mir sagt. Ich selbst spiele nicht. Aber wenn man sehr viel im Auto oder im Zug unterwegs ist, bleibt halt relativ wenig Zeit fürs dritte oder siebte Loch, oder? Sie sagen es richtig. Das ist ja auch der Grund, warum ich mein Handicap verbessern möchte. Sport und Golf ist offensichtlich eine Ihrer Leidenschaften. Die zweite gehört sicher der Kultur. Sie waren ja auch sowohl in der Stadt als auch im Land für die Kultur zuständig, sind also ein sehr kulturaffiner Mensch. Wie sehen Sie denn die Situation der Kultur derzeit, jetzt sage ich mal, als Konsument? Was würden Sie empfehlen oder haben Sie irgendeine Idee, wie man diesen Spagat zwischen Schutz der Gesundheit und Überlebenschance für die Künstler und für die Institutionen schaffen kann? Sie sprechen ein Thema an, das mir wirklich ein großes Anliegen ist, weil ich in der Stadt Graz seinerzeit für Kunst und Kultur zuständig sein durfte, es jetzt auch im Bundesrat tun kann. Ich setze eine Kunstinitiative, in dem die Räumlichkeiten des Bundesratspräsidenten mit einem namhaften steirischen Medienkünstler gestaltet werden, wo wir zeigen wollen, dass Kunst auch in der Pandemie mit europäischer Sichtbarkeit ein Thema sein soll. Ich bin mit unserem Kulturlandesrat Christopher Drechsler im Gespräch, was die Steiermark-Schau betrifft, die auch in Wien stattfinden soll und wo wir ein Modell dieser Steiermark-Schau auch im Bundesrat ausstellen wollen, um zu zeigen, wie innovativ und wie kunstsinnig und auch wie grenzüberschreitend die Steiermark ist. Und insgesamt, glaube ich, müssen wir alles tun, dass wir die Freiheitsgrade zurückgewinnen, dass Kunst und Kultur stattfinden kann. Aber nicht nur, dass die Künstlerinnen und Künstler, sei es in der freien Szene oder in den großen Kulturinstitutionen, in den Theatern, in den Schauspielhäusern arbeiten können, sondern dass auch wieder der Kunstgenuss abseits vom Netz möglich ist. Sie sind seit 1. Juni 2017 geschäftsführender Gesellschafter der Chris Buchmann Consulting GmbH. Was ist das? Was machen Sie da? Und vor allem, wann haben Sie dafür Zeit? Ich habe mich, wie ich ausgeschieden bin aus der Landesregierung, dafür entschieden, das war damals schon auch ein Lebenstraum, ich habe mir das immer vorgenommen gehabt, einmal selbstständig zu werden. Ich habe ja als Wirtschaftsbundobmann sehr lange auch die Wirtschaft mit vertreten und habe mich damals selbstständig gemacht mit einer Beratungsfirma, wo ich Unternehmungen in Standortfragen, in Innovationsfragen berate. Und natürlich im Rahmen meines zeitlichen Budgets und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten tue ich das mit einer großen Leidenschaft. Und wenn diese Firmen dann wachsen und Step by Step ihre Märkte finden, naja, dann ist das eine große Befriedigung, wenn man da auch in der Wirtschaft arbeiten darf. Aber das Hauptgewicht Ihrer Tätigkeit liegt natürlich in der Politik, oder? Ich möchte so sagen, ein Bundesratsmandat ohne einen beruflichen Background ist nur die halbe Miete. Ja, weil wenn man im Arbeitsleben steht, ist es natürlich eine ungeheure Chance, durch die Kontakte mit den Menschen auch Rückkopplungen zu bekommen und damit seine politische Arbeit zu gestalten. Und daher verwende ich schon einen guten Teil meiner Zeit auch für meine berufliche Arbeit. Aber natürlich im ersten Halbjahr gilt der Vorrang der Arbeit im österreichischen Bundesrat und der Umsetzung unserer gemeinsamen Ziele. Sie genießen es offensichtlich, Politiker zu sein, weil Sie es einfach gern machen, weil Sie dafür brennen. Würden Sie noch einmal in die Politik gehen mit allen Scheinwerfern, die auf einen gerichtet sind und die ja ab und zu nicht ganz so einfach zu ertragen sind, wenn sie ganz hell brennen? Ja, wenn man die Chance hat zu gestalten, aber Sie sagen es richtig, es gibt auch Momente im politischen Leben, da braucht man einen guten Magen, da braucht man gute Nerven und da braucht man vor allem eine Familie, die zu einem steht. Herr Präsident, ich bedanke mich sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin all das, was Sie gerade aufgezählt haben. Vor allem wünsche ich Ihnen viel Erfolg und dass Sie all das durch- und weiterbringen mögen, was Sie sich für Ihre Präsidentschaft, die jetzt noch weit mehr als 5 Monate dauert, vorgenommen haben. Alles Gute für Sie und danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Danke vielmals, hat mir Spaß gemacht und bleiben Sie gesund. Sie ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie wieder Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei hatten. Und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.